Energiewende in Deutschland. Jeder ist gefordert, denn jeder kann seinen Energieverbrauch senken, um etwas gegen den Klimakollaps und steigende Energiekosten zu unternehmen. Kompetente und individuelle Lösungen bietet dabei das Handwerk. Wie zum Beispiel Ulf Klapproth. Der Installateur und Heizungsbaumeister aus Salzgitter hat sich auf individuelle Energiesparlösungen für Bestandsbauten spezialisiert. Die größte Herausforderung der Energiewende ist für mich, bestehende Anlagen mit neuer Systemtechnik zu optimieren, da das meiner Meinung nach das größte Einsparpotenzial bietet. Mit so einer Lösung hat Klapproth gerade den Energiewettbewerb der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade und der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg gewonnen. Er überzeugte die Jury mit dem energiesparenden Umbau eines 150 Kilowatt Backofens für eine Bäckerei. Also bei diesem herkömmlichen Bäckereibackofen gehen die Abgase normalerweise durch den Schornstein und damit natürlich auch sehr viel Wärme. Wir haben die Abgase weiterhin genutzt und erwärmen damit hier Prozesswasser für den Betrieb und auch die Heizungsanlage. Auch für 2011 hat die Kammer diesen Wettbewerb wieder ausgeschrieben. Die Ziele erläutert Geschäftsführer Eckhard Sudmeier. Teilnahmeberechtigt sind alle Betriebe, die in der Handwerksrolle der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade in der Region Braunschweig eingetragen sind. Das primäre Ziel des Energiewettbewerbs ist, die Leistungsfähigkeit des Handwerks in der Region bekannt zu machen. Wenn man sich die Projekte der letzten 5 Jahre mal ansieht, dann können wir also mit Fug und Recht sagen, dass dieses Ziel voll erreicht worden ist. Diese Erfahrung hat auch Ulf Klapproth gemacht. Ja, mit dem Wettbewerb konnten wir zeigen, dass das Handwerk und auch wir leistungsfähig sind und bestimmte Lösungen für bestimmte Bereiche anbieten können. Außerdem ist es eine gute Referenz, um neue Kunden zu gewinnen, also zur Kundenakquise.